Natürlich, ja. Sorry. Kleiner Schatz, ich werde das doch besser. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Wort hat die Bundeskanzlerin. Und ich habe eben schon über die größere Gefahr der Mutation gesprochen. Und deshalb müssen wir mit unseren Beschlüssen heute sagen, weil wir wieder im Augenblick in einem exponentiellen Wachstum sind. Und zwar sehr klar, sichtbar, klarer als das am 3. März abzusehen war, dass wir leider von der Notbremse Gebrauch machen müssen. Dort, wo die Inzidenz oberhalb von 100 ist, und das ist leider in vielen Kreisen oder Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland inzwischen wieder der Fall. Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln, und deshalb haben wir heute sehr lange darüber diskutiert, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, diese dritte Welle, in der wir sind, auch ein Stück weit, das wird nicht vollkommen gelingen, zu durchbrechen. Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden, mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April. Also eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern.